Name ist Nicola Vione, ich bin 37 und beschäftige mich hauptsächlich mit Installationen, Kunst im öffentlichen Raum und Malerei. Also ich habe als allererstes die Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel gemacht, habe dort aber nicht mit in freier Kunst abgeschlossen, sondern Lehramt für bildende Kunst. Das heisst, das ist eigentlich ein Zeichnungslehrerberuf, wie man den von früher kennt, also an der Kunstgewerbeschule. Und habe dann im Nachhinein, nachdem ich das Diplom hatte, habe ich noch einen Master of Fine Arts gemacht im Ausland an einer Akademie in freier Kunst. Also ich habe eigentlich zuerst, ich sage jetzt einmal, den Beruf abgeschlossen, dann als Zeichnungslehrer, wo man auch natürlich ein sicheres Einkommen gibt, und habe im Nachhinein dann mich nochmal auf die freie Kunst konzentriert. Also ich bin durch meine Großmutter, sie ist Künstlerin, eigentlich im Atelier gross geworden, und fasziniert hat mich das immer. Meine Eltern haben mich auch immer mitgeschleppt an Ausstellungen. Das hat natürlich ein Alter gegeben, wo mich das überhaupt noch nicht so interessiert hat. So richtig ernsthaft bewusst geworden, also dass ich es wirklich möchte machen und nichts anderes möchte machen, war vielleicht so um 4-25 gewesen. Wo ich wirklich denke, also ich möchte es auch nicht einfach als Hobby und nebendran, sondern ich möchte wirklich Gas geben und ich glaube daran, dass es vielleicht sogar noch mal reicht, davon zu leben und dass es wirklich ein ernsthafter Bestandteil von meinem Leben wird. Und das ist es heute, neben der Kunstvermittlung, klar. Also es geht eigentlich bei mir den ganzen Tag nur um Kunst, egal ob mit den Schülern oder halt bei mir selber in meiner Arbeit. Es ist schon ein Unterschied zwischen dem privaten Arbeiten und dem Unterrichten in der Schule. Man muss auch sagen, das ist in Zürich haben wir ein System von einem Langzeitgymnasium. Die Kinder kommen relativ jung, mit 12, 13, und bleiben dann aber bis zur Matur. Ich habe am Anfang gedacht, dass es zwei ganz verschiedene Schulen sind. Und muss jetzt aber je länger nicht mehr sagen, das ist es eigentlich nicht. Also Kinder oder Jugendliche können mich auch sehr stark inspirieren für meine eigene Arbeit. Es gibt im Gespräch immer wieder ganz tolle Momente, die einem dann faszinieren oder wo man denkt, oh, das müsste ich eigentlich auch in meiner Arbeit aufnehmen. Aber ich, im Großen und Ganzen versuche ich es schon ein bisschen zu trennen. Also ich habe meine freie künstlerische Arbeit hier im Atelier und ich habe den Unterricht mit den Schülern. Ich versuche das nicht zu fest ineinander rein zu fliessen zu lassen. Aber es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte und sehr starke Momente, wo ich heimgehe und denke, das ist doch eine super Idee oder das ist ein super Gespräch gewesen, das könnte ich in meine Arbeit eigentlich auch gerade einbauen. Das gibt es doch. Mir sind es ein bisschen zwei verschiedene Welten geworden, die Malerei und die Installation. Und ich versuche eigentlich bewusst immer, jetzt gerade auch habe ich so eine Phase, wo ich das wieder versuche, ein bisschen mehr zusammenzubringen. Aber das hat mehr jetzt mit meinem Werdegang zu tun. Ich habe wirklich lange nur Malerei gemacht und bin erst dann auf die Installation gekommen und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich in der Installation einfach anders arbeite oder eine andere Herangehensweise habe. Und das habe ich auch, oder haben wir schon zwei, dreimal ein bisschen das angetönt und darüber gesprochen. Oder in der Malerei arbeite ich jetzt oft ein bisschen, ich sage jetzt repetitiv. Also man hat eine Serie, die man macht, wo man dann wirklich mehrere Werke zu etwas macht. Das sind aber Sachen, wo man, ja, ich sage jetzt immer sehr ähnlich ist. Ich finde es in der Malerei schwieriger, etwas ganz, ganz Neues zu machen, was ich noch nie gemacht habe oder was ganz anders ist. In der Installation ist es, wie gesagt, so, da kriege ich einen Platz oder einen Ort und da hat eine Geschichte und da gehe ich irgendwie ganz anders vor. Also für mich ist es im Moment aus dem Grund ein bisschen so, dass es eher zwei Schienen sind, die natürlich miteinander zu tun haben und ich glaube auch eine außenstehende Person sieht immer viele Verbindungen. Aber für mich ist es im Moment so, dass die Malerei wirklich die Atelierarbeit ist, die ich unabhängig mache, die ich auch nicht für einen speziellen Ort mache, sondern das könnte man überall sehen. Und die Installation und die Skulptur ist doch sehr ortsspezifisch, also ist sehr an Ort geknüpft. Was ich jetzt im Moment aber ein bisschen versuche, weil ich das auch merke, dass das auseinandergeht, ist,
dass ich, die Ausstellungen, die ich habe, sind oft Installationen und Interventionen. Also wird sehr viel für das angefragt, im Moment weniger für die Malerei. Und dass ich eigentlich versuche, immer, wenn ich jetzt gerade so eine Installation habe, vielleicht auch seriell etwas dazu zu machen, noch zweidimensional, sei das eine Fotiserie oder sei es eine kleine Malerei, je nachdem auch ein kleines Objekt, dass ich mehr irgendwie so eine Verknüpfung mit dem Ganzen habe. Ja, das sind schon Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Da gibt es aber auch mal wieder Momente, wo ich sage, es ist eigentlich egal. Also, das Wichtigste ist für mich das Arbeiten und das Freude daran. Und ich tue mir dann so Gedanken sehr stark blockieren. Oder passt jetzt das zusammen oder passt das nicht? Und ich versuche einfach Freude zu haben und meine Projekte zu machen und gerade auszugehen und das eigentlich nicht zu beachten. Mhm. Eben, es ist so zweischneidig. In der Installation weiss ich es nicht von Anfang an. Da kommt es immer ein bisschen darauf an. Und arbeite ich immer wieder mit total neuen Sachen. Jetzt habe ich gerade eben in der einen Installation eine Alterswohnung inszeniert, wo ich wirklich durch Brockenhäuser von der Schweiz gezogen bin und eigentlich an alten Materialien, alte Stühle, alte Lampen und so weiter gesucht habe. Ich habe alte Tapeten gesammelt, ich habe den tapezierten Raum. Das sind so Sachen, wo man nie so wirklich weiss, was jetzt kommt. Und dann plötzlich tapeziert man halt dann mal das Zimmer. Und man auch nicht denkt, dass man das mal macht. In der Malerei ist es so, dass ich vermehrt stark mit Spraydosen arbeite, weil ich die Präsenz von der Farbe auch sehr gerne habe, weil sie natürlich sehr schnell trocken ist, extrem hochdeckend ist und der Glanz und die Präsenz eben nicht verliert. Und als Pendant eigentlich zur Spraydose, als Pinselfarbe, arbeite ich immer mehr mit Buntlack. Sei das auf Acrylbasis, also wasserverdünnbar, aber eigentlich sonst so, ich sage jetzt den Gartenstuhl-Lack, wo man eigentlich kennt, der auch sehr schnell trocken ist, hochglänzend ist. Acryl brauche ich relativ viel. Was ich weniger brauche, ist eigentlich Öl. Weil halt Öl zwar auch eine ganz tolle Präsenz hat und super ist, wenn es trocken ist, aber es ist gleich eher eine langsamere Technik und ich bin eher jemand, der ziemlich dynamisch und schnell eigentlich schafft. Also ich habe dann die Geduld, manchmal vielleicht auch nicht wochenlang zu warten oder an etwas so rumzudöckeln. Ich habe lieber wirklich Sachen. Eben, Spraydose sagt eigentlich alles, also deckt hochgradig, schnell trocken und man hat wahnsinnig viele Optionen damit zu arbeiten. Das hier ist jetzt gerade eine aktuelle Installation, die ich habe im Uster Stadtpark. Und zwar nennt sich das Ganze Kunstkiste. Das ist von einem Usterer Verein, der Künstler einladet, aber auch ein Residency Programm hat, wo internationale Künstler ins Atelier bekommen. Das ist eigentlich so das Schaufenster. Und die Kiste steht immer nebeneinander im öffentlichen Raum. Und ich bin hier eingeladen worden, etwas zu machen. Und die Arbeit, die ich mir entschieden habe, heisst «Warum Denken traurig macht». Ist eigentlich angelehnt an einen Buchtitel von George Steiner. Das ist ein amerikanischer Literaturwissenschaftler, der das Buch geschrieben hat, das mich in dem Sinn wirklich berührt hat, als ich es gelesen habe. Wo es darum geht, dass eigentlich das Denken oft sehr positiv assoziiert ist, aber dass es durchaus natürlich auch seine Gefahren hat, wenn man zu viel denkt und so quasi in dieser Versenkung in die Versenkung geht. Was ich hier versucht habe, ist, ich bin durch Brockenhäuser in der Schweiz. Also erstens einmal habe ich die Wand tapeziert, ich habe einen Bodenbelag gemacht. Ich habe versucht, eigentlich die Kiste nicht als Ausstellungsraum zu brauchen, sondern wirklich einen Wohnraum daraus zu machen. Und das soll ein bisschen eine typische Installation sein oder eine typische Wohnsituation. Halt der alte Radio, Sofa, wo jetzt leer ist, wo jemand hier sitzt, wo zu viel Zeit hat zum Nachdenken, wo oft durch das ein bisschen traurig ist. Ich kenne das natürlich, ich glaube viele andere auch, durch die eigene Situation von meinen Grosseltern, wo wenn der Partner stirbt, ist man allein und sitzt eigentlich den ganzen Tag da und wenn das Telefon kommt vom Enkel, ist das Highlight, das ist klar. Und das soll ein bisschen das eigentlich anspielen. Also es ist mehr ein Bühnenbild, ein Offenungs, wo jeder, der es sieht, sich selbst seine Gedanken dazu machen kann, als jetzt wirklich eine ganz konkrete Aussage. Aber in Verbindung mit dem Titel, denke ich, ist es klar lesbar. Es gibt einen ganz grossen Unterschied zwischen Kunst im Galerieraum oder im White Cube, also
und im öffentlichen Raum. Und das ist natürlich, dass man im öffentlichen Raum ganz viele Sachen muss berücksichtigen muss. Das fängt mal an bei der Bewilligung. Also ich kann nicht einfach mein Kunstwerk irgendwo aufstellen. Es braucht lang, oft ein bisschen komplizierter Weg, bis man zur Bewilligung kommt. Und das ist, also das ist der eine Punkt. Und was mir fast spannender Punkt ist, im Galerieraum gehen etwa immer die gleichen Leute. Also es sind immer die Kunstinteressierten, die natürlich ein grosses Verständnis haben, die sowieso alles aber spannend finden und toll finden. Und das ist im öffentlichen Raum nicht so. Also im öffentlichen Raum kommt der Herr Müller und der Herr Meier und der Herr Schweizer und Leute, die sich überhaupt nicht mit Kunst auseinandersetzen, die das auch nicht interessiert. Es polarisiert dementsprechend viel mehr, aber man erreicht natürlich auch viel, viel mehr Leute. Man hört viel, viel mehr. Und ich finde das spannend. Also ich stelle schon öfter auch Fragen. Ja, und was für mich wirklich auch immer ein wichtiger Punkt ist, ist so ein bisschen der Punkt Humor oder Schmunzeln. Ich glaube, das ist etwas, was manchmal zu kurz kommt, vielleicht im Leben oder jetzt auch in der Kunst. Und die Arbeit jetzt mit dem Fernrohr ist eine Ausstellung in der Galerie Wittmer und Theodoridis, wo es um Landschaft in der zeitgenössischen Kunst geht. Und ich habe den Platz wahnsinnig schön gefunden, St. Peter-Hofstadt mit dem historischen Baum. In der Mitte ist eigentlich so ein Reststück Landschaft, oder? Rundum hat man die schönen Altbauten. Und hat dann die Idee eigentlich auch noch witzig gefunden, so ein Münzfernrohr, das man ja wirklich nur sieht, wenn man eigentlich in die Weite sieht, sei es auf einem Aussichtspunkt in den Bergen, mitten in die Stadt stellen und so zu blockieren, es ist blockiert und ausgerichtet auf den Baum, dass man eigentlich wirklich nur den Baum anschauen kann. Also in dem Sinne sind das Fragen, ja, es soll aber auch vielleicht eine gewisse Heiterkeit haben, ein gewisses Schmunzeln. Und so geht es den Leuten natürlich, die gehen dort an und brauchen das im ersten Moment und denken, das kann jetzt nicht sein. Ja. Ist jetzt das wirklich ernst gemeint? Ist das so aufgestellt worden? Ist das ein Kunstprojekt? Und dort fängt ja das an. Und ich glaube, der Moment, was dann eben passiert in jedem Einzelnen, das ist die Qualität, wo Kunst eben auch sein kann. Die eine Arbeit ist eine ältere Arbeit, die ich eigentlich gerade am Ende von meinem Masterstudium in Deutschland gemacht habe. Die heisst Ireland Catch Me If You Can. Und zwar habe ich in einem relativ neueren Park mit einem grossen Deich habe ich eine schwimmende Rasenfläche installiert. Die war recht gross, sie war 8 auf 8 Meter. Und oben hatte es einen rechten Rasen drauf, also einfach einen Rollenrasen, der dann weiter gewachsen ist. Der Hintergrund dort ist eigentlich, dass der Park sehr, sehr künstlich ist. Ich habe in der Nähe dort gerade gelebt. Ich bin eigentlich immer auf meinem Schulweg an die Uni bin ich durch den Park durchgelaufen. Und mich hat einfach fasziniert, dass man muss vorstellen, das ist wirklich völlig symmetrisch. Jede Laterne ist ausgerichtet gesehen. In der Mitte jetzt noch ein Pavillon gesehen, das ist auch schön in der Mitte. Also wahnsinnig symmetrisch. Und habe dann ein bisschen erforscht über den Park und habe herausgefunden, dass er eigentlich, dass der schon relativ lang geht, aber dass der in der Zeit vom Nationalsozialismus umgebaut worden ist. Also die Nazis haben das gebraucht, weil sie weiter hin, ein bisschen oberhalb des Gauforums errichtet haben. Durch das haben wir sehr viel Material abgetragen in diesem Park. Und hat dann den Teich eigentlich total künstlich dort reingepflanzt. Also der ist nicht natürlich, sondern wirklich künstlich, rechteckig von der Form. Dann bin ich dort auch ins Stadtarchiv und habe Fotos gesucht, wie das dann früher ausgesehen hat und habe gemerkt, es hat eigentlich dort einen normalen Rasen gehabt. Also es ist wirklich ein total künstlicher Eingriff, oder? Das wäre eine normale Rasenfläche gewesen. Und die Idee ist dann gewesen, und das sind dann auch Ideen, die spontan kommen, dass man so ein Stück Rasen eigentlich von außen wieder zurückbringt im Teich, oder? Also, dass man zeigt, das ist eigentlich einmal deckt gewesen. Und das habe ich dann realisiert, da ist es mir sehr um eine formale Arbeit gegangen, dass das wirklich ein schwimmendes Rasenstück ist, das auch wirklich schüsst an der Oberfläche schwimmt. Also, ich habe dann lange experimentiert, auch nehme ich Fässer, was nimmt man für Flossmaterial, und habe dann schlussendlich mit einem Styropor geschafft, wo man es erlaubt hat, dass der Rasen wirklich gerade an der Oberfläche, es hat fast ein bisschen ausgesehen, als würde aus dem Wasser rauswachsen und das Quadrat hat sich aber auch ganz leicht bewegt. Also es ist eigentlich sehr streng dort in diesem Teich hineingelegt, aber zwischendurch hat das wieder so ein bisschen ausgebrochen und hat sich bewegt. Und das Lustige, was dann eigentlich passiert ist, ist, dass ich am ersten Tag das installiert habe, total happy war, dass alles geklappt hat. Es waren auch technische Fragen gewesen, oder der Rollerrasen selber hat etwa 1,2 Tonnen gehabt. Ich habe lange bei den Experimenten müssen experimentieren, ob das. Da bin ich dann auch nicht der Hirsch, der alles ausrechnet, aber haben mir die Hilfe geholt. Das Lustige war, ich habe das dann installiert und wollte noch verfotteln und nach etwa 3 Minuten sind Enten da drauf gehockt.
Und die Enten habe ich nie gesehen in diesem Park. Ich habe den Park gut kennt, aber die sind immer irgendwo gewesen. Und dann haben sie anscheinend eine Insel bekommen und haben das natürlich genutzt. Und das Ganze ist so weit gegangen, dass die Leute das so geschätzt haben, dass man auch von Unterschriften sammeln. Notabene, dass die Enten endlich wieder einen richtigen Ort bekommen. Also das hat man in die Stadt eingereicht und hat gesagt, die Enten, jetzt sieht man doch einmal, die brauchen doch irgendetwas. Es gibt in diesem strengen, klassischen Park gibt's nichts für die Enten. Machen um Himmels Willen doch etwas, dass sich die wieder wohlfühlen. Und das war natürlich ganz eine lustige Situation, weil ich das überhaupt nicht gesucht habe. Sondern mein Ziel war eigentlich eine formale Arbeit. Was daraus geworden ist, ist eigentlich eine sehr funktionale Arbeit, dass die Enten eigentlich dann das Rasenstück im Besitz genommen haben. Und das Zweite, was ich noch erzählen kann, das habe ich vorher kurz angesprochen, ist eine ganz aktuelle Arbeit, die ich mit einem guten Freund gemacht habe von Holland, von Rotterdam. Und die ist in Ulm gesehen. Da sind wir eingeladen worden für eine relativ kleine Ausstellung mit etwa fünf, sechs Künstlern, die alle im öffentlichen Raum geschafft haben. Und dort haben wir einen ganz lustigen Ort bekommen. Es war wirklich gerade an der Donau gesehen. Man kommt dort von Neu-Ulm über Brugg nach Ulm und hat dort an der alten Stadtmauer eigentlich ein geschlossenes öffentliches WC gehabt. Man muss sich das vorstellen, es ist wie ein Treppenabgang, wo man dann unten einfach einen kleineren Raum hat mit den Türen zu den WCs. Und das nennt man heute Müllloch. Und die Geschichte dahinter ist, dass das früher ein öffentliches WC war. Da hat man immer wieder Lampen gehabt und hat natürlich Leute gehabt, die man nicht dort wollen hat. Irgendwann hat man das Ganze schliessen. Und seither fallen die Leute einfach den Müll ab. Also die laufen dort über die Brücke und schmeißen ihr Zeugs ab. Und die Stadt kommt eigentlich gar nicht nach mit dem Reinigen. Das war also der Ursprung gewesen. Und weil das so ein Loch ist, haben wir gefunden, es wäre total spannend und das ist auch wieder eine spontane Idee, wenn man dort einen Springbrunnen drin installieren würde. Und zwar so, dass die mittlere Fontäne so hoch springt, dass sie eigentlich aus dem Loch wie rausspringt. Also wenn man oben über die Brücke gelaufen ist, hat man dann eine Fontäne gesehen, die oben, die ist etwa 5 Meter hoch gewesen, ganz leicht so aus dem Loch rauskommt. Ja, dort hat sich es auch lustigerweise sehr verändert, nämlich so, dass die Leute keinen Müll mehr reingeschmissen haben und schlussendlich dann Münzen in diesem Brunnen gelandet sind. Der Brunnen, muss man noch sagen, das ist dann natürlich temporär installiert, da kann man nicht wahnsinniges Geschütz auffahren, schon rein finanziell wegen Budget nicht, weil man hat dort schon ein Ausstellungsbudget, man hat jetzt etwa rund 1'500 Euro gehabt, aber das muss man dann, mit dem muss man dann einfach können schaffen, also, da kann man auch nicht drüber gehen. Und da haben wir eigentlich mit einem grossen Schwimmbassin, also mit einem aufblasbaren, grossen, stabilen Schwimmbassin realisiert, wo wir Wasserpumpen reingestellt haben, wo wir LEDs genommen haben und das Ganze beleuchtet haben. Und außenrum aber mit organischen Materialien, also mit Efeu und mit weiteren Pflanzen, die wir gekauft haben, eigentlich wirklich so abgeschlossen haben, dass es sehr natürlich gewirkt hat. Ja, das ist eine Arbeit, die ich jetzt ganz neu mache im Moment. Die sehr angeknüpft ist an eine Installation, die ich auch mal angesprochen habe. Das ist der Springbrunnen in Ulm. Und meine Idee ist natürlich, dass die Arbeiten immer für sehr kurze Zeit stehen und dass sie nachher eigentlich weg sind. Das finde ich manchmal persönlich auch schade. Und man hat auch wie nichts, wo ich das weiter irgendwie dann als Produkt kann weiter in meine Arbeit hineintragen. Und da ist eigentlich die Idee, weil das ja in einer öffentlichen Toilette war, ein Springbrunnen in Grossformat, dass ich das Ganze als kleines Objekt mache, halt das kleine Springbrunnen in der Toilette, in der Toilettenschüssel. Das sind jetzt die ersten Experimente, die ich mache, wo ich auch so ein bisschen schaue, was könnte ich für einen Sprühkopf oben drauf tun, wie funktioniert das Ganze, wie ist das die Toilette von der Form her, möchte ich die vielleicht noch abdecken. Es gibt ja die schönen, hässlichen, alten Bezüge, die man noch kennt von den WC-Deckeln. Da werde ich jetzt ein bisschen experimentieren, wie das
wie das aussieht und vor allem einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Also ich versuche schon sehr stark, wenn ich einen Raum habe, etwas zu machen, das vielleicht gar nicht wahnsinnig auffällig ist auf den ersten Blick. Ich finde das eigentlich spannender, wenn der Betrachter ein bisschen muss schauen. Und ich finde es auch spannend, wenn es vielleicht eine Arbeit ist, die jetzt nicht, ich sage jetzt auf den ersten Blick, wahnsinnig nach Kunst aussieht. Also nicht unbedingt wahnsinnig gross und farbig und leuchtet und ein Eyecatcher ist, wo man schon von weitem sieht. Ich finde es spannend, wenn der Betrachter so ein bisschen irritiert ist, vielleicht auch im Moment nicht gerade rauskommt. Und ich glaube, die ganz grosse Qualität ist, dass er in dem Moment, wo das eben passiert, in einem Raum, dass er den Rest völlig vergisst um sich herum und dann zu diesem Ort geht und wirklich so ein paar Minuten im Ungewissen ist, bis er dann realisiert, das ist ein Kunstwerk. Oft ist ja dann das auch signalisiert oder angeschrieben. Und das schätze ich eigentlich mehr. Also lieber in dem Sinn zu integrieren, als jetzt wirklich einen wahnsinnigen Kontrast zu schaffen, wo man von Anfang an von 100 Metern sieht, da vorne steht irgendeine tolle Skulptur. Ja, also mein Wunsch ist natürlich, dass ich möglichst lange Kunst machen darf. Das klingt immer so einfach, aber ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte, dass man muss gesund bleiben, mit der Familie muss alles gut sein. Es gibt auch immer wieder Schicksalsschläge, die ich auch schon bei Freunden miterlebt habe, die einem dann einen Einschnitt geben und einen blockieren oder einem gar nicht ermöglichen, dann weiterzumachen. Also das ist mal, glaube ich, das Wichtigste für mich, dass ich überhaupt weitermachen kann. Dann ist schon ganz, ganz viel. Ist gut. Und mein Ziel wäre natürlich, dass ich einfach meine Ausstellungstätigkeit eigentlich weiterhin steigern kann. Also, dass ich die Möglichkeit habe, meine Arbeit zu zeigen, möglichst auch international in einem guten Kontext. Und alles andere lasse ich auf mich zukommen. Ich denke, es ist wichtig in der Kunst, das muss man schon sehen, es gibt ja oft so ein bisschen den Ruf, ja, dass Künstler eher bequem sind und nicht so viel machen. Ich glaube, das ist gerade umgekehrt. Das ist ein wahnsinnig harter Job. Man muss extrem fighten. In einem riesen Zirkus, wo es ganz viele Künstler gibt. Und man muss wählen. Und ich glaube aber daran, dass wenn man das macht und wenn man kämpft und wenn man Gas gibt, dass jeder für sich in einem entsprechenden Rahmen Erfolg kann haben oder dass er weiterkommt. Und das ist das, was ich für mich eigentlich versuche. Also ich schaue einfach vor, gebe Gas und glaube daran, dass ich irgendwann an diesen Punkt kommt.